Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zur Sendung Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich spreche heute mit Herrn Professor Dr. Heinz-Jörg Bontrup und zwar über das Thema 200 Jahre Karl Marx, also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Herr Bontrup lehrt Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und er ist auch gleichzeitig Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Und das macht diese auch schon 20 Jahre oder schon etwas länger als 45 Jahre. 45 Jahre. 45 Jahre. Also das ist die Alternative zu den Sachverständigen. Zu den sogenannten fünf Weisen. Weisen, genau. Ja, ja. Meine Damen und Herren, ich möchte etwas über Karl Marx sagen. Also am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier geboren, also vor 200 Jahren. Und am 14.09., also am 14. September 1867, meldete der deutsche Buchhandel im Börsenblatt das Erscheinen des ersten Bandes Das Kapital im Otto Meissner Verlag in Hamburg. Also das war vor 150 Jahren. Band 1 des Kapitals ist eine Kritik der politischen Ökonomie. Hier beschäftigt sich Karl Marx mit dem Produktionsprozess des Kapitals. Die Kapitalbände 2 und 3 wurden nach dem Tode von Karl Marx am 14. März 1883 in London, hier ist er auch begraben, von seinem Freund und Mitstreiter Friedrich Engels herausgegeben. Band 2 des Kapitals beschäftigt sich mit dem Zirkulationsprozess des Kapitals und Band 3 mit dem Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. Aber meine Damen und Herren, Herr Bontrup, wir müssen immer wieder sagen, und das müssen Sie auch sagen, nicht das Kapital ist der Unhold, sondern der Unhold ist der Mensch. Der Mensch macht diesen Unsinn mit dem Kapital, mit dem Geld. Und das muss man eigentlich immer wieder herausstellen. Sonst glauben ja viele Menschen, das Kapital macht das alle alleine. Sondern der Mensch ist der Übeltäter, nicht das Kapital. Der Mensch wendet das Kapital an, um sich mit dem Mehrwert, da kommen wir ja noch drauf, zu bereichern. So, meine Damen und Herren, das war der Vorspann. Ich möchte jetzt Fragen stellen. Herr Bontrup, was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis des Werkes von Karl Marx? Naja, Karl Marx hat sicherlich als ein ganz großer Philosoph und auch Ökonom, wo er sich das Ökonomische autodidaktmäßig selbst aneignet, er hat ja nie Ökonomie studiert, ja. Aber er hat eine umfassende Kapitalismuskritik geliefert. Ja, ja. Wie ich finde, hat es kein anderer so dezidiert herausgearbeitet, wie Karl Marx es gemacht hat. Und das ist ein großer Verdienst. Natürlich, und Sie haben es in Ihrer Anmoderation gesagt, sind ja drei Bände, das Kapital, Band 1, 2 und 3. Ja. Er hat leider die Bände 2 und 3 selbst nicht mehr zu Ende schreiben können. Das hat eben sein Mitstreiter und Freund Friedrich Engels gemacht. Ja. Nur Band 1 ist von ihm dann auch noch autorisiert, dann herausgegeben worden in Hamburg. Er musste ja von London das Werk, was er übrigens persönlich gemacht hat, weil er Angst hatte, dass sein Manuskript auf dem Weg, auf dem Postweg sozusagen verloren geht, hat er selbst nach Hamburg gebracht zum Verleger. Und, aber das muss man wissen, dass diese drei Bände, also Band 2 und Band 3, nicht mehr, er hat es nicht mehr erlebt, dass die, schade. Ja, warum hat Karl Marx eigentlich nicht die Anerkennung erhalten, die ihm eigentlich zusteht? Ist eigentlich ein bisschen komisch, ne? Ja, also er hat natürlich eine Kritik der Ordnung geliefert, des kapitalistischen Systems, in dem leben wir. Ja. Und wer diese Ordnung kritisiert, und zwar radikal, an der Wurzel sozusagen kritisiert, naja, der ist bis heute ja nicht geliebt. Ja? Und er hat die Schwächen vor allen Dingen der kapitalistischen Ordnung aufgezeigt, die immanenten Schwächen des Systems, dass das System immanent krisenhaft ist und vor allen Dingen, dass es ein Ausbeutungssystem ist. Das mag man dann nicht, das mögen zumindest bestimmte Interessengruppen bis heute ja nicht. Die Kapitalinteressen sind ja massiv. So, und die haben natürlich was dagegen, dass so etwas dann sich breit im Volk setzt. Und deshalb ist er bis heute ja nie so richtig
richtig anerkannt worden. Er wird ja auch, und was ich bedauere, zutiefst bedauere, selbst an den Universitäten, an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, wird er ja totgeschwiegen. Also das geht eigentlich gar nicht, aber es ist leider der Fall. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Wichtigste, was Karl Marx gesagt hat, das Allerwichtigste? Also ich würde, er hat viel, viel Wichtiges gesagt, aber wenn Sie mich so fragen, was ist das Allerwichtigste, ja, dann würde ich schon seine Arbeitswerttheorie nennen wollen, wo er ja über den absoluten Mehrwert und den relativen Mehrwert eben den Ausbeutungsprozess des Menschen, also den Mehrwert, woher kommt der Mehrwert, den da erklärt. Ich würde sagen, diese Theorie, die Arbeitswerttheorie, ist die, also für mich jetzt persönlich, die wichtigste Erkenntnis. Wobei man natürlich hier auch sagen muss, dass die klassischen Ökonomen, da will ich vor allen Dingen Adam Smith nennen, der ja auch schon die Arbeitswerttheorie in seinem großen Werk 1776, Der Wohlstand der Nationen, beschrieben hat und vor allen Dingen auch danach David Ricardo, der zum ersten Mal auch den Gegensatz zwischen Lohn und Profit herausgearbeitet hat. Aber der Unterschied zu Marx ist sicherlich, dass Ricardo das als ein Naturgesetz gesehen hat. Das sei eben so, das sei eben der Ordnung. Und das hat Marx sehr heftig kritisiert. Aber der Prozess ist eben bei Marx in der Arbeitswerttheorie, nur der Mensch ist eben neuwertschaffend, wertschaffend. Und der Mehrwert resultiert eben daraus, dass die Arbeitskraft in Form des Lohnes nicht den vollen Wert der Arbeit erhält, den die Arbeitskraft im Produktionsprozess schafft und der dann in der Zirkulation, also an den Märkten, an den Absatzmärkten letztlich realisiert wird. Das ist der Ausbeutungsprozess. Also der Arbeiter erhält zwar ein Wertäquivalent in Form seines Lohns, aber er schafft eben einen höheren Wert. Einen höheren Wert als eben in der Bezahlung in Form des Lohns. Das ist der Mehrwert. Und der Mehrwert, der fließt eben dem Arbeiter nicht zu, so Marx, weil er nicht das Eigentum an den Produktionsmitteln hat. Und das ist der entscheidende Prozess, den Marx herausarbeitet. Und das in Form eben des absoluten Mehrwerts, der dadurch eben gesteigert wird, dass der Unternehmer, der Kapitalist, den abhängig Beschäftigten länger arbeiten lässt, möglichst lange arbeiten lässt, um diesen absoluten Mehrwert groß zu machen. Und dann zum anderen der relative Mehrwert über den technologischen Fortschritt, den Marx ja sehr dezidiert untersucht hat, dass, wenn immer mehr Technik zum Einsatz kommt, relativ die Mehrwertproduktion erhöht werden kann, was durch Substitution von Arbeit durch Kapital dann geschieht. Das heißt, auch immer weniger dann letztlich der arbeitende Mensch in der Produktionsfunktion benötigt wird. Aber dadurch steigt dann trotzdem relativ der Mehrwert. Also das Problem, Herr Bontrop, kann doch sein, dass ich den Arbeiter, ich muss den Arbeiter bezahlen. Ich bezahle den aber vorher schon und das Endprodukt kommt später. Und ob ich Gewinne mache, das weiß ich ja erst später und nicht am Anfang. Richtig. Insofern ist auch der Kapitalist, das beschreibt er ja auch, dass der Kapitalist im Grunde um Geldkapital vorschießt, das er hat, so damit in die Umwandlung geht. Ja. Also er wandelt Geldkapital in sächliches Kapital, in Maschinen und so weiter um, stellt dazu die wahre Arbeitskraft ein, kombiniert das im Produktionsprozess. Ja, da wird der Mehrwert geschaffen. Jawohl. Und der muss dann natürlich am Absatzmarkt erst noch realisiert werden. Das kann durchaus sein, dass das auch verlustig geht. Denn wir wissen ja auch, Unternehmen können Verluste erzielen. Dann war eben der Mehrwert, der zwar in der Produktion geschaffen wurde, wurde dann, aus welchen Gründen auch immer, da spielen natürlich auch Konkurrenzverhältnisse dann eine große Rolle, wurde dann eben an den Märkten nicht realisiert. Aber Sie haben vollkommen recht. Insofern ist der gesamte kapitalistische Produktions- und Zirkulationsprozess immer ein spekulativer. Ja, genau. Wir regen uns ja heute über die Finanzmärkte zu Recht auf. Da würde spekuliert an den Finanzmärkten mit Geldkapital, was alles richtig ist und was auch verwerflich ist, so wie es geschieht. Aber auch jeder Unternehmer, der real in eine Maschine investiert, dazu den Mensch einstellt, das kombiniert, ist auch ein Spekulant. Ja, weil er hat natürlich zu Beginn des Prozesses eine Erwartung, dass dieser Produktionsprozess am Ende ihm das Geld
dass er vorgeschossen hat, dass das Geld über den Markt wieder zurückfließt. Und dann muss natürlich das Geld, was er in den Prozess ursprünglich hineingegeben hat, muss kleiner sein als das, was er dann rückerlöst. Dann soll das Geld natürlich sich vermehrt haben. Und das ist der gesamte Prozess. Und der ist genauso spekulativ, als wenn ein Couponschneider, ein Geldkapitalist Geld in die Finanzmarktsphäre gibt und daraus in entsprechenden Renditen sicher. Aber Herr Bontrop, dann muss doch der Unternehmer am Ende, wenn ich sehe, also nehmen wir mal VW, ist ja am besten zu erklären. Wenn die also so viel Autos verkaufen, das ist ja großartig, dann muss ja am Ende, wenn ich das verkauft habe und diesen Erlös habe, muss ich doch das Geld erst verteilen, nicht vorher verteilen. Ich muss also noch was dazugeben, dem Arbeiter und Angestellten noch etwas dazugeben aus dem Erlös der verkauften Autos. Und das ist ja, der Vorstand bekommt so viel und der Arbeiter bekommt dann so viel. Ja. Das macht natürlich kein Kapitalist, ja, weil er sagt natürlich, ich habe jetzt diesen Prozess beendet und am Ende des Prozesses habe ich sozusagen den Mehrwert realisiert am Markt und dann gehört mir auch der Mehrwert. Wobei klar sein muss, der Mehrwert ist nicht nur der klassische Unternehmerprofit. Mehrwert ist immer eine Dreifaltigkeit sozusagen. Mehrwert besteht immer aus Zinsen, Mieten und Pachten oder der Grundrente und dem Unternehmerprofit. Das müssen wir immer beim Mehrwert sehen. Ja, und wenn Sie dazu dann den Lohn nehmen, dann haben Sie den vierten Faktor und Lohn, Zinsen, Mieten und Pacht und Unternehmerprofit, das ist die Wertschöpfung. So, und da sagt aber der Unternehmer, und da sagen natürlich die Fremdkapitalgeber, die einem Unternehmen Kredite gegeben haben, die dann die Zinsen dafür bekommen, oder die Verpächter, die einem Unternehmen was verpachtet, vermietet haben, die wollen dafür Miete und Pacht haben. Wir wollen an diesem Mehrwert natürlich partizipieren. Ja. Der Arbeiter ist vorab bezahlt worden. Ja. Das war's. Es gibt aber heute auch Überlegungen, auch in der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft, im Nachhinein den Menschen über Gewinnbeteiligung dann nochmal am Mehrwert teilhaben zu lassen, die man dann eventuell sogar in Kapital umwandeln kann. Ja, das gibt es. Also Aktien zum Beispiel, Aktien oder irgendwas anderes. Oder auch eine direkte Beteiligung. Ja, das gibt es auch, aber das sind die absoluten Ausnahmen. Ja, ja. Aber was ganz Entscheidendes hat Marx auch gesagt bezüglich des Mehrwerts, das sind ja auch divergierende Interessen. Diejenigen, die Zinsen bekommen, diejenigen, die Grundrente, Mieten und Pachten bekommen und diejenigen, die den Unternehmerprofit bekommen. Die Interessen gehen ja weit auseinander. Ja, ja. Hinter den Zinsen stehen mächtige Banken. Ja, natürlich. Ja, und die Vermögenden letztlich, die den Banken das Geld gegeben haben und gesagt haben, vermehrt mir das Geld und dann einen Kredit zum Beispiel zu Volkswagen geben oder wo auch immer. Ja. Genauso diejenigen, die einem Unternehmen was vermieten und verpachten, die Grundbesitzer. So. Und da ist auch keine Einigkeit. Nee. Das hat Karl Marx mit dem wunderbaren Satz ausgedrückt. Das ist der Kampf der feindlichen Brüder. Der Kampf der feindlichen Brüder. Sie sind Brüder im Geiste, die drei, die den Mehrwert bekommen. Wenn es darum geht, den Lohn klein zu halten, den Arbeiter klein zu halten, sein Einkommen klein zu halten. Ja. Und sie werden sofort zu Feinden, wenn sie den erbeuteten Mehrwert untereinander aufteilen muss. Mit dem Wunder, der Kampf der feindlichen Brüder, Karl Marx. Ja, wer kann da helfen? Da kann doch nur die Regierung helfen, indem sie dann die Steuern einführt. Dass der viel bekommt, auch viel Steuern bezahlt. Wir können jetzt gerne auch, könnten uns stundenlang jetzt unterhalten über das Verhältnis Staat oder Politik, Wirtschaft. Da hat Karl Marx ja eine ganz böse Prognose gegeben vom Staat. Er wollte ihn ja absterben lassen, weil er sagte, der Staat, der bürgerliche Staat ist immer nur ein Büttel, immer nur ein Verbündeter mit dem Kapital. Er wird letztlich immer nur die Kapitalinteressen als staatlicher Überbau über der Wirtschaft sozusagen, wird er nur verdrehen. Aber da hat er dem Staat und der Politik eine ganz schlechte Prognose ausgestellt. Ja, und da will ich, wenn man das mal nach heute transferiert, schauen Sie sich die Verbindungen heute Staat, Überbau, Politik, Wirtschaft an. Ja. Ja, Adorno und Horkheimer haben das in den 60er Jahren
Frankfurter Schule, die beiden großen deutschen Philosophen, die haben das ja privilegierte Komplizenschaft genannt. Ja, ja, also das Verhältnis aus Politik und Wirtschaft. Da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden, über Lobbyismus, wie die Wirtschaft heute, die Politik vereinnahmt. Und ich bin dankbar, gerade hat ja Thilo Bode, der ehemalige Geschäftsführer von Greenpeace und auch von Greenpeace International, hat ein wunderbares Buch gerade rausgegeben. Und er spricht hier von einer Diktatur der Konzerne. Das heißt, die Wirtschaft hat längst die Macht übernommen und die Politik, ja, die Politik ist im Grunde genommen nur noch Vollstrecker, nur noch Vollender der Wirtschaft, aber da natürlich der großen Konzerne, da wo die Macht in der Wirtschaft liegt. Herr Bontorp, Karl Marx hat die klassischen Ökonomen wie Adam Smith und auch David Ricardo kritisiert. Worin war denn seine Kritik? Naja, Adam Smith war ja, man nennt ihn ja auch eigentlich den geistigen Vater der kapitalistischen Ordnung, mit seinem großen Buch 1776, das war ja etwa 100 Jahre vor Marx, Der Wohlstand der Nationen, der veröffentlicht, wo er zum ersten Mal auch in sich geschlossen die kapitalistische Ordnung theoretisch beschrieben hat. Ja, wo er übrigens auch eine ganz schlechte Prognose, eine Theorie verlangt ja auch immer eine Prognose, das ist keine Theorie. Und Adam Smith, die klassischen Nationalökonomen haben das alle gemacht. Mit ihren Theorien haben sie auch Prognosen verbunden. Wie Marx auch mit seiner Verelendungstheorie oder mit seinem tendenziellen Fall der Profitrate. So, dass Adam Smith eine ganz schlechte Prognose über den Arbeiter abgegeben hat. Er hat gesagt, der Arbeiter, der als Lohnarbeiter sich jetzt immer mehr penetrieren wird, immer mehr hervortreten wird. Man muss ja sehen, das war ja noch eine Übergang von der feudalen Ordnung in die kapitalistische Ordnung, als Adam Smith das veröffentlicht hat. Da kann man sehen, was das für ein heller Kopf war, der gesagt hat, und trotzdem mache ich eine ganz schlechte Prognose für den Arbeiter. Ja. Der wird zwar zukünftig, dieser Lohnarbeiter, das ganze Gebäude der Gesellschaft auf seinen Schultern zu tragen haben, die gesamte Last. Ja, natürlich. Ja, aber er wird trotzdem in der untersten Schicht dieser Gesellschaft stehen, dieser kapitalistischen Schicht. Und die oben in der Schicht stehen, die werden ihn nicht einmal wahrnehmen. So, wenn man sich das nochmal, diese Prognose 1776 von Adam Smith aufgestellt, noch heute transferiert, hat er Recht behalten? Ja, ist immer noch der Arbeiter in der untersten Schicht der Gesellschaft? Nehmen die da oben ihn immer noch nicht wahr? Ja, natürlich hat sich da einiges verändert, auch durch Gewerkschaften, dadurch, dass sozialdemokratische Parteien in die Parlamente gekommen sind, in die Gesetzgebung. Aber vom Grundsatz stimmt auch diese Prognose. Aber Marx war eben dieses, was Adam Smith hinterlassen hat, und er hat auch erste Ansätze einer Arbeitswerttheorie konstituiert, war ihm zu harmonisch. Diese harmonische Lehre, die letztlich dahinter steckte, das hat er nicht akzeptiert. Er hat die Widersprüchlichkeit, die immanente Widersprüchlichkeit, die in der kapitalistischen Ordnung liegt, die hat er herausgestellt, ja, auch anhand von Rationalitätsfallen, die er gesehen hat, also wenn die Kapitalisten sich rational verhalten, ja, dann schaden sich letztlich aber doch, ja, es kommt immer wieder zu Krisenprozessen, ja, und die Triebkraft ist natürlich in der kapitalistischen Ordnung letztlich, und da machen wir uns überhaupt nichts vor, das ist einfach Fakt, und das hat er herausgearbeitet, ist letztlich die Maximierung der Profitrate. Könnte das auch daran liegen, Herr Bontorp, dass hier ein Irrtum, ein Begriffsirrtum vorliegt, nämlich, das haben Sie übrigens auch mal gesagt, der Arbeitgeber ist eigentlich der, der die Arbeit macht. Ja, das ist der Arbeiter, der gibt die Arbeit. Ja, das und ist der Unternehmer, wir brauchen eigentlich nur einen Arbeitgeber und einen Unternehmer. Und der Unternehmer ist der, der den Arbeitgeber benötigt, um die Arbeit zu machen. Ja, das ist eine. Der Arbeitgeber ist der, der die Arbeit macht. Vollkommen richtig. Das ist, ist unglaublich. Das ist eine völlige, völlige Verbrechensverklärung in der Ökonomie. Ja. Ich sage das auch immer meinen Studierenden, Sie haben es aber gerade schon gesagt, der Arbeitgeber ist eigentlich der Arbeitnehmer, er nimmt ja die Arbeit. Ja. Angebot und Nachfrage, der abhängig beschäftigt, bietet seine wahre Arbeitskraft einem Unternehmer, Unternehmer an. Und er ist, und das ist der richtige Begriff, er ist abhängig beschäftigt. Aber jeder ist abhängig beschäftigt, ja, jeder Mensch. Aber die Abhängigkeit resultiert daraus, weil der abhängig Beschäftigte nichts anderes hat als seinen Körper, sein Wissen, seine wahre Arbeitskraft, die in ihm steckt, und die muss er verkaufen. Und wenn er keinen Unternehmer findet, der nachfragt,
der ihn nachfragt, dann hat dieser Mensch ökonomisch, auch keinen Wert. Genau, genau. Er hat dann leider keinen Wert. Ja. Und die Abhängigkeit, diese Begrifflichkeit, dass er abhängig beschäftigt ist, resultiert eben darauf, dass er darauf angewiesen ist, dass der Unternehmer ihn nachfragt. Und warum? Ja, weil er die Produktionsmittel nicht hat. Ja, genau. Weil er ohne die Produktionsmittel seine wahre Arbeitskraft eben nicht verwerten kann. Ja. Das ist die Trennung, die Dichotomie sozusagen zwischen der Arbeit, die uns Menschen alle ja innewohnt, und den Produktionsmitteln, den Maschinen und so weiter, die uns leider nicht gehören. Wunderbar, haben Sie gut gesagt. Aber, Herr Bontrop, jetzt kommt wieder ein Aber, meine Damen und Herren. Immer nur Aber. Jeder Mensch ist abhängig beschäftigt. Sie sind abhängig beschäftigt, ich bin abhängig beschäftigt gewesen, ich bin jetzt Rentner. Nein, alle sind wir nicht. Bundeskanzler ist auch abhängig beschäftigt. Ja, der hat ein Wahlamt. Aber nochmal, wir haben etwa 45 Millionen Menschen in Deutschland sozusagen. Ja. 45. 45. Die arbeiten. Und davon, von diesen 45, sind 40 Millionen abhängig beschäftigt. Warum nur 40? Und etwa 5 Millionen sind selbstständig. Ach so, ja, die Selbstständigen. Das ist die Aufgabe. Ja, die Selbstständigen sind auch abhängig davon, dass ihre Produkte gekauft werden. Ja, aber sie sind in ihrer Arbeit nicht abhängig, weil sie ja die... Übrigens, wo von den 5 Millionen Selbstständigen haben wir etwa 2 Millionen Solounternehmer. Das ist auch was ganz Neues. Was heißt das? Ja, das sind Unternehmer, die keinen einzigen abhängig Beschäftigten sozusagen eingestellt haben. Sie sind Solo. Sie sind Unternehmer, ohne dass sie einen abhängig beschäftigt haben. Das heißt, das ist interessant, dass ja auch die Mehrwertproduktion, die Mehrwertproduktion beim Solo-Unternehmer durch seinen eigenen Körper gehen muss. Er lebt, das ist entscheidend, er lebt nicht von der Arbeit anderer Menschen. Ah, das ist gut. Jeder Unternehmer... der abhängig Beschäftigte einstellt, und wenn es nur ein einziger ist, lebt ja von der Arbeit dieses Menschen, weil dieser Mensch ihm den Mehrwert schafft, den er selbst nicht erwirtschaftet hat. Das ist ja das Prinzip der Ordnung, dass es Menschen gibt, die in der Ordnung systemimmanent andere Menschen für sich arbeiten lassen können. Ja, ja. Und die Erklärung ist eine einfache ökonomische aus der Mehrwertproduktion. Und dann ist der Unternehmer aber abhängig von dem einzelnen Arbeiter, den er hat. Denn wenn er sagt, ich will nicht mehr. Nein, der ist überhaupt nicht abhängig von dem einzelnen Arbeiter. Der entlässt ihn heute und morgen stellt einen neuen ein. Ja gut, wenn einer da ist. Ja, so, da ist er überhaupt nicht von abhängig. Nein, nur der abhängig Beschäftigte, umgekehrt ist richtig, der ist abhängig vom Unternehmer. Denn wenn der ihn nicht nachfragt, kann er seine Arbeitskraft nicht verwerten. Dann ist er arbeitslos, dann hat er kein Einkommen. Und wir wissen, das Elend der Arbeitslosigkeit, da könnten wir auch wieder eine ganze Sendung drüber machen. Nein, das ist die Abhängigkeit, weil ihm einfach die Produktionsmittel nicht gehören. Ja, natürlich. Und wie ist es mit dem Bundeskanzler? Ist der auch abhängig? Der hat ja auch keine Produktionsmittel. Er ist abhängig, dass er gewählt wird. Er ist abhängig vom Volk, richtig, vom Volk. Dass er vollkommen gewählt abhängig. Ja, jeder Politiker in einer Demokratie. Jeder ist abhängig. Jeder. Nur der Herr Trump ist nicht abhängig. Jetzt kommen wir vom Thema ab. Der Trump ist ein Mensch, der die Politik benutzt, um sich zu bereichern. Ja. Kann man ja ruhig mal sagen. Aber ist legitim, oder? Ist das legitim? Also er ist vom demokratisch gewählt, vom US-amerikanischen Volk. So. Und das ist ja, das wundert mich ja auch immer, wie manchmal oder sollte ich sagen häufiger ein Volk entscheidet. Herr Bontrop, meine Damen und Herren, wir wollen jetzt wieder zur Sache kommen. Herr Bontrop, wie ist es eigentlich, was kritisiert die bürgerliche Ökonomie an Karl Marx? Was haben die kritisiert? Ja, sie kritisieren natürlich die Arbeit, dass er recht hat. Ja, so könnte man es auch sagen. Sie kritisieren natürlich, dass er den Ausbeutungsprozess offengelegt hat. Und das hat man versucht, die Arbeitswerttheorie in der bürgerlichen Ökonomie mit der sogenannten subjektiven Wertlehre wegzudefinieren. Ja, subjektive Wertlehre heißt, dass jetzt sich jeder Produktionsfaktor, also Arbeit, Kapital und Lohn, eigenen Wert schaffen. Das ist dann so, als wenn eine Maschine einen Neuwert schafft. Das ist natürlich blanker Unsinn. Ja, eine Maschine ist Hilfsmittel. Der Mensch letztlich ist der entscheidende Faktor, der den Wert schafft. Ja, ich sage immer gerne auch, was ist denn ein Unternehmen ohne Menschen? Ja, genau. Ja, allenfalls ein Museum. Und selbst die automatisierte Fabrik, also es gibt überhaupt keine Menschen,
ja, alles machen nur noch Roboter, wo sich übrigens Marx auch schon prognostisch mit beschäftigt hat. Ja, die wird es nie geben, trotz Digitalisierungsprozesse, die ja zurzeit auch in aller Munde sind. Aber das muss man in aller Deutlichkeit sagen, und das hat Marx umgetrieben. Das ist ja auch ein Stück weit seine Verelendungstheorie. Ja, ja, ja. Dass eben immer mehr Technik, immer mehr Technikeinsatz, wodurch auch die organische Zusammensetzung zwischen Variablen und fixem Kapital immer mehr zunimmt, dass immer mehr Technikeinsatz Menschen wegrationalisiert, Menschen überflüssig macht. Und da wird ja auch immer kritisiert, ja, wo stimmt denn die Verelendungstheorie von? Die stimmt doch gar nicht. Wir haben doch hier ein Reichtum, selbst der Ärmste in Deutschland sei nicht verelendet. Das mag ja sein, dass in den hochentwickelten industriellen Ländern die Verelendungstheorie sicher zu relativieren ist. Aber wenn Sie das im weltweiten Maßstab nehmen, ja, nehmen Sie den weltweiten Maßstab, die Verelendung in der Welt, dann hat Marx vollkommen recht behalten. Wir können doch nicht so borniert sein und seine Verelendungstheorie nur auf die hochentwickelten kapitalistischen Länder. Wir haben mittlerweile überall Kapitalismus. Und schauen Sie sich das Elend in der Welt an. Ja, das, glaube ich, muss man hier nicht besonders betonen. Und wenn man davon Verelendung und Verelendungstheorie beimacht, dann hat der vollkommen, ist seine Prognose voll aufgegangen. Herr Bondo, die letzte Frage. Was können wir lernen von Karl Marx heute? Was können wir heute lernen? Wenn wir uns den Kapitalismus anschauen, dann macht er sich ja scheinbar selbst kaputt. Oder wie sehen Sie das? Ja, das war ja seine Beschreibung auch mit dem tendenziellen Fall der Profite. Also ich würde mal, was wir auf jeden Fall von Marx lernen können, ist Dialektik. Dialektisches Denken. Ja, eben These, Antithese, daraus, Dialektik, ja, Dialektik. Aus der Widersprüchlichkeit sozusagen zu lernen und diese weiterzuentwickeln, die Gesellschaft. Also die Synthese, da war Marx sicher ein großer Meister, und er hat ja die dialektische Methode eben genau auch auf den Kapitalismus als Ordnungsform zur Anwendung gebracht. Das müssen wir lernen. Dialektik ist dialektisches Denken. Habe ich manchmal den Eindruck, ist in der Gesellschaft völlig verloren gegangen. Und auch kausales Denken ist verloren, in Ursache, Wirkung zu denken und sich nicht nur in den Wirkungen zu bewegen, in den Symptomen. Das ist nicht zielführend. Wir müssen also gesellschaftlich zwei Dinge, und das können wir bei Marx lernen, wieder zurück zu einem größeren dialektischen Denken zu kommen und vor allen Dingen auch zu einem kausalen Denken. Also das heißt, Herr Bondrop, aber auch, wenn ich die Maschinen einstelle und die Menschen ausstelle, also abschaffe, der Menschen abschaffe und Maschinen einstelle, dass wir eine Maschinensteuer brauchen, das muss das Volk doch begreifen. Ja, das weiß ich nicht, aber ob wir da eine Maschinensteuer, weil eine Maschine, wie gesagt, schafft keinen Wert, und wir können natürlich nur den Mehrwert besteuern, der von den Menschen geschaffen wird. Aber dass wir, oder den Mehrwert, dass wir eine andere Politik brauchen, da sind wir sicherlich einer Meinung, so geht es nicht weiter. So laufen wir sehenden Auges in den Abgrund. Wir brauchen ein radikales Umdenken, auch ein ordnungstheoretisches Umdenken. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Selbst in den hochentwickelten Industriestaaten sind die Gesellschaften ja ökonomisch völlig gespalten in Arm und Reich, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Hier wächst mittlerweile jedes fünfte Kind in Armut auf. Ich halte das für einen absoluten Skandal. Die Armutsquote liegt mittlerweile in Deutschland bei 16%. Und Deutschland war in Summe noch nie so reich wie heute. Ja, aber das ist auch Fakt. Der Reichtum war aber auch noch nie in Deutschland so ungleich verteilt wie heute. So, und da muss Politik umdenken. Und wir sehen ja die Auswirkungen der ökonomischen Verhältnisse im politischen Überbau. Ich meine, dass mittlerweile eine AfD im Parlament sitzt, im Deutschen Bundestag, in allen 16 Bundesländern, das spricht ja Bände. Das ist Ausfluss eines Versagens der Politik in den letzten 20, 30 Jahren, die jetzt alle da empört drüber tun. Die sollten sich mal alle an die eigene Nase packen, denn das sind die Verursacher. Das sind die Verursacher für diese Politik, weil wir in den letzten 20, 30 Jahren einseitig nur neoliberal in der Politik gedacht haben. Herr Bondrop, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.